wir mitstarten, Herr Büchner vor allen Dingen, dann die Wochentermine, Reiseankündigung und noch eine neue Sprecherin im Landwirtschaftsministerium wird sich dann auch vorstellen. Herr Büchner hat jetzt erstmal das Wort zum aktuellen Thema. Bitte schön. Ja, dann wahrscheinlich die. Sie haben noch keinen Ton, aber jetzt. Jetzt, ja. Guten Tag. Sie haben wahrscheinlich die aktuellen Nachrichten auch um den Tod einer Radfahrerin hier in Berlin gesehen heute. Ich möchte hier ausdrücklich gar keinen Zusammenhang herstellen zwischen den Klimaprotesten und diesem Ereignis. Das wird ermittelt und das ist nicht meine Sache oder Sache der Bundesregierung, sich hierzu einzulassen. Aber ich möchte das Ganze zum Anlass nehmen, grundsätzlich ein paar Sätze zum Thema dieser Klimaproteste zu sagen. Der Schutz des Klimas ist für die Bundesregierung das zentrale Anliegen und dafür steht auch diese Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag sind unsere ambitionierten Ziele bis 2030 und darüber hinaus niedergelegt, die bereits konsequent abgearbeitet werden. Unser Ziel ist also ganz klar, wir wollen effektive Klimaschutzpolitik als gesamte Bundesregierung umsetzen und das machen wir durch unsere Entschlossenheit zum Handeln deutlich. Der Bundeskanzler unterstützt jedes demokratische Engagement. Und das haben wir in diesem Zusammenhang mit den Klimaprotesten auch immer wieder betont. Die Form des Protests, die wir jetzt sehen, gerade in dieser Woche, ist aber nicht zielführend oder konstruktiv. Der Bundeskanzler hat das am Montag klar formuliert. Protest darf nicht zur Gefährdung anderer führen. Dass die Gefährdung von Menschen hier gleichwohl in Kauf genommen wurde, hat der Bundeskanzler klar bedauert. Und ebenfalls hat das die Bundesinnenministerin gestern deutlich gemacht, dass damit die Grenze des legitimen Protests überschritten ist. Es darf nicht sein, dass Menschenleben gefährdet werden und deswegen akzeptieren wir auch diese Form des Protests nicht. Deshalb heute mein Appell seitens der Bundesregierung, dass uns allen sehr wichtige Anliegen und Engagement beim Klimaschutz muss uns gesellschaftlich einen und darf nicht außerhalb des Rahmens unserer Gesetze verlaufen. Das würde ich gerne vorwegschicken. Danke, Herr Büchner. Das Thema, da hatte ich auch gleich Fragen schon zu. Bitte schön, Herr Beseke. Ja, vielen Dank ans Innenministerium. Die Frage, wie das Ministerium und auch die Ministerin vielleicht die zunehmende Radikalisierung auch der Klimabewegung da bewertet und ob man da gegebenenfalls andere Schritte geht, beispielsweise eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Dankeschön. Ja, die Bundesinnenministerin hat sich ja gestern dazu geäußert, ich glaube auch bei Ihnen, bei RTL und bei dpa. Dabei hat sie auch gesagt, dass die Sicherheitsbehörden Radikalisierungsprozesse natürlich im Blick haben. Aber das sind keine Bewertungen, wie jetzt eine einzelne Organisation oder eine einzelne Gruppierung, eine einzelne Bestrebung zu beurteilen ist. Das haben dann die Sicherheitsbehörden zu beurteilen, also das Bundeskriminalamt, wenn es um politisch motivierte Kriminalität geht. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz, wenn es um staatsfeindliche, demokratiefeindliche Aktivitäten geht, das sind Bewertungen, die durch die Sicherheitsbehörden vorgenommen werden müssen. Aber wie gesagt, sie sagte, Radikalisierungsprozesse haben wir im Blick und dort, wo Straftaten begangen werden, wo Menschen gefährdet werden, da ist immer die Grenze legitimen Protests erreicht. Herr Hönig, dazu auch richtig? Herr Büchner, inwieweit, Herr Buschmann hat ja den Vorstoß quasi gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, über härtere Strafen für solche Aktionen nachzudenken. Inwiefern, wie bewertet das Herr Bundeskanzler? Ich habe das, was der Bundeskanzler dazu sagen möchte, jetzt hier vorgetragen. Wenn, wie in allen anderen Zusammenhängen auch, Minister Vorschläge machen, dann wird das im Kollegium der Bundesregierung besprochen. Davon können Sie auch in dem Fall ausgehen. Herr Jessen? Sie haben gesagt, die Demonstranten, Last Generation und andere, würden Gefährdung von Leib und Leben durch ihre Aktionen in Kauf nehmen. Das war, glaube ich, Ihre Wortwahl. Ja, ich habe keine Organisation namentlich benannt. Ich habe die Proteste als solches bezeichnet. Diese Form des Protestes würde diese Gefährdung in Kauf nehmen. Ist das tatsächlich ein anwendbarer Begriff? In Kauf nehmen kann ich doch eigentlich nur etwas, von dem ich annehmen kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Ich weiß nicht, ob man bei dieser, das wird ja auch immer noch geklärt, in welcher Weise der Hirntod der Radfahrerin in einem Zusammenhang steht mit der Blockade auf der Zufahrt. Kann man da wirklich davon sprechen, die Demonstranten hätten das in Kauf genommen?
Ich muss vielleicht ein bisschen an der Stelle korrigieren. Ich habe ja einleitend gesagt, dass ich ausdrücklich keinen Zusammenhang herstelle jetzt zwischen dem konkreten Fall, weil wir den nicht beurteilen werden und können als Bundesregierung, sozusagen, ob diese Versorgung nun rechtzeitig möglich war oder nicht für dieses Unfallopfer. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Form der Proteste Gefahren für andere in Kauf nimmt. Und das verurteilt die Bundesregierung. Nachfrage. Gilt das dann in umgekehrter Weise auch für die Argumentation der Protestler, die sagen, durch die schleppende Art der Bekämpfung des Klimawandels würden Regierungen und andere Verantwortliche die Unbewohnbarkeit des Planeten in Kauf nehmen? Herr Jessen, ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen Zweck und Mittel. Das Ziel der Demonstranten, das Klima zu schützen, das ist nicht nur nachvollziehbar, sondern auch tatsächlich unterstützenswert. Wir alle möchten, dass unsere Kinder noch möglichst lange etwas von diesem Planeten haben und nicht in Angst vor Dürren und knappen Ressourcen leben müssen. Was aber aufs Schärfste zu verurteilen ist, und das hat der Kanzler deutlich gemacht, sind die gewählten Mittel. Zum einen sind Klebe- und Beschmutzungsaktionen nicht geeignet, die Gesellschaft für den Klimaschutz zu mobilisieren. Die Aktionen finden nicht nur wenig Beifall. Unterstützer für den Klimaschutz gewinnt man auf diese Weise nicht. Und hinzu kommt, dass eben mit unüberlegten Aktionen Leib und Leben anderer Menschen gefährdet werden können. Und das ist durch nichts zu rechtfertigen. Gut, dazu. Weitere Antworten, bitte. Für das BMI oder die Bundesinnenministerin auch noch mal ganz klar sagen: Die Grenze sind Straftaten. Jeder Protest, jede Protestform, unterhalb dessen, jede Provokation ist alles vom Grundgesetz gedeckt. Aber die Grenze sind Straftaten. Und wenn jemand zum Beispiel Rettungswege versperrt, Autobahnauffahrten im Stau und der Rettungswagen nicht mehr durchkommt, unabhängig jetzt von dem Fall, der hier in Berlin noch bewertet werden muss, dann kann das eine Straftat sein und dann ist genau da die Grenze erreicht. Oder wenn eben Sachbeschädigungen begangen werden, wenn Eigentum oder Menschen gefährdet werden. Aber nur bei Straftaten, deswegen ist keine Generalisierung von Protesten, die alle legitim sind, sondern nur da gibt es die Grenze und das verurteilen wir dann. Ich sehe dazu jetzt keine weiteren Fragen. Dann machen wir vielleicht doch mal mit Ihnen weiter, Frau Möwürs. Also einmal Ton und Sie, also herzlich willkommen. Sie sprechen für das Landwirtschaftsministerium und stellen sich vor. Vielen Dank. Sie haben das Wort. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Joyce Möwius und seit kurzem arbeite ich im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in der Pressestelle unter der Führung von Julian Miet. Vorher konnte ich im Geschäftsbereich des Ministeriums der Ernährung und Landwirtschaft über eine Dekade, sagen wir 13 Jahre, Erfahrungen sammeln an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Verbänden und auch in verschiedenen Positionen. Ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe, die ich übernommen habe, aber auch ebenso viel Freude daran und vor allem daran, weiterhin mit Ihnen zusammenzuarbeiten, aber auch mit neuen Kolleginnen und Kollegen und mit neuen Pressevertretenden zusammenzuarbeiten. Und ich will es in der Kürze dabei belassen. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Möwius. Dann wünsche ich alles Gute für die neue Aufgabe. Bleiben Sie noch einen Moment hier. Respekt ist gut, aber wir tauschen uns auch immer gut aus und es ist nicht so schrecklich vielleicht, wie Sie es erwarten, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt noch ein kleines Starterpaket für alle, die hier neu sind auf dieser Seite des Podiums. Das ist das Mitgliederverzeichnis der Bundespressekonferenz, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben und ein kleiner Leitfaden zu unserer Satzung und den Regeln hier im Saal. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit den Terminen. Ja. Herr Büchner. Nur vielleicht auch von mir nochmal herzlich willkommen im Sprecherkreis von Möbius. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. So, dann wie immer freitags hier der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Am Montag, dem 7. November, nimmt der Bundeskanzler an einem Festakt der Hans-Böckler-Stiftung und des DGB zum 70. Jubiläum des Betriebsverfassungsgesetzes teil.
Bei der Veranstaltung im Hamburger Bahnhof hier in Berlin wird er die Festrede halten. Das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 legte die Grundlage für die betriebliche Mitbestimmung und ist damit ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. In seiner Rede wird der Bundeskanzler auf die Geschichte des Betriebsverfassungsrechts und die Errungenschaften des Gesetzes eingehen. Mit Blick auf die derzeitigen Krisen und gesellschaftlichen Umbrüche wird er besonders die Bedeutung der Menschen hervorheben, die sich in der betrieblichen Mitbestimmung engagieren. Noch am Montag, den 7. November, reist der Bundeskanzler zur 27. Weltklimakonferenz in Ägypten. Er wird im Plenum der Regierungschefinnen und Chefs das nationale Statement für Deutschland halten. Auf der Konferenz werden die weltweit drängenden Klimaschutzfragen vor dem Hintergrund der globalen Energiekrise diskutiert werden. Die wichtigsten Themen sind die Realisierung der internationalen Klimafinanzierung, der Umgang mit Klimaschäden und daraus resultierender Kosten und die bessere Anpassung an Klimaveränderungen. Ziel der Bundesregierung ist es zudem, Fortschritte bei den Klimaschutzzielen zur Reduktion von Treibhausgasen zu erzielen, die Staaten im Rahmen ihrer nationalen Klimabeiträge einreichen. Auch Fragen zur Ausrichtung der privaten Finanzströme auf die Pariser Klimaziele sollen geklärt werden. Über geplante Programmpunkte am Montag und Dienstag hatte Regierungssprecher Hebestreit hier an dieser Stelle bereits am vergangenen Mittwoch im Briefing informiert. Am Mittwoch leitet der Bundeskanzler zunächst ab 11 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Anschließend wird der Bundeskanzler das Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entgegennehmen. Das Gutachten enthält insbesondere eine Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung und Empfehlungen zur aktuellen Wirtschaftspolitik. Der unabhängige Sachverständigenrat leistet als Beratungsgremium der Bundesregierung wertvolle Arbeit. Anlässlich der Übergabe des Gutachtens ist eine Pressebegegnung geplant. Von Seiten der Bundesregierung werden daran wie üblich die Bundesminister für Wirtschaft, Finanzen, Arbeit und Soziales sowie Gesundheit teilnehmen. Am Freitag, dem 11. November, von 18 bis 19.15 Uhr ist der Bundeskanzler Gast bei der Leipziger Volkszeitung in der LVZ-Kuppel. Im Rahmen der Talkreihe NDR vor Ort, RND vor Ort wird er Fragen zu aktuellen bundespolitischen Themen beantworten. Die Veranstaltung wird moderiert von Eva Quadbeck, Vize-Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, und Hanna Super, der Chefredakteurin der LVZ. Und dann möchte ich heute bereits eine Reise des Bundeskanzlers in der übernächsten Woche ankündigen. Im Vorfeld seiner Teilnahme am G20-Gipfel auf Bali wird der Bundeskanzler am Sonntag, den 13. November, zunächst Vietnam und am Montag, den 14. November, Singapur besuchen. Der Bundeskanzler wird in Vietnam und in Singapur von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind Gespräche mit dem Premierminister Chin sowie mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Trong geplant. In Singapur wird der Kanzler mit dem Premierminister der Republik Singapur Lee zusammentreffen. Des Weiteren ist ein Gespräch mit Präsidentin Jakob geplant. Weiterhin wird der Bundeskanzler gemeinsam mit dem Vizepremierminister der Republik Singapur Wong an der 17. Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft teilnehmen. Und an der Stelle, glaube ich, könnte Herr Severin direkt etwas ergänzen. Es ist aber schön, dass Sie das so für mich so Herr Severin. Vielen Dank, ja. Ich kann vielleicht ergänzen, dass Bundesminister Habeck ebenfalls an der 17. Asien-Pazifik-Konferenz teilnehmen wird. Er ist ja Mitgastgeber dort und betreut auch dort mit die Wirtschaftsdelegation. Er möchte sich vor Ort dort ein Bild darüber machen, wie die Situation in der Region ist, was mit der Region möglich ist, wo sie steht, hinsichtlich unserer wirtschaftspolitischen Ziele. Es geht auch um Lieferketten, es geht um Diversifizierung und es geht auch darum, dafür zu werben, dass die Bundesregierung der Handelspolitik einen neuen Dreh gegeben hat. Es geht um die Nachhaltigkeitsziele, die in den Dienst der Handelspolitik gesetzt werden. Und dort für diese neue Politik zu werben, ist auch ein wesentliches Ziel dort. Denn man kann dort viele Gespräche führen am Rande. Und es ist ein gutes Forum für ein solches Ziel. Danke. Danke, Herr Severin. Ja, und am Abend des 14. November wird der Kanzler dann zum G20-Gipfel nach Bali weiterreisen. Dort nimmt der Bundeskanzler vom Dienstag, dem 15. November, bis Mittwoch, den 16. November, am G20-Gipfel in Bali teil. Unter dem Motto der indonesischen Präsidentschaft, Recover Stronger, Recover Together, werden sich die Staats- und Regierungschefs der G20 gemeinsam mit Partnerländern und internationalen Organisationen in Arbeitssitzungen, insbesondere zu den Themen globale Ernährungssicherung, nachhaltige Energiewende, globale Gesundheitsarchitektur und digitale Transformation austauschen. Und vorab, um Missverständnissen vorzubeugen,
Der Bundeskanzler wird dabei selbstverständlich auch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 und seine weitreichenden sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen unmissverständlich ansprechen. Daneben wird sich wie immer bei solchen Gipfeln auch die Gelegenheit zu bilateralen Gesprächen ergeben. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang noch auf das Pressebriefing unter 2 zur Reise hinweisen. Das Briefing soll am Mittwoch, den 9. November von 16 bis 17 Uhr hier in der Bundespressekonferenz stattfinden. Teilnehmen werden Regierungssprecher Steffen Hebestreit, Staatssekretär Kukis und der Abteilungsleiter 2, Jens Blödner. Soweit zu den Terminen. Vielen Dank, Herr Büchner. Ich frage, mache das mal allgemein auf. Gibt es Fragen zu den Terminen und Reisen? Das war offensichtlich erschöpfend. Dann habe ich weitere Wortmeldungen. Herr Ayasch wollte zum Thema Westbalkan noch nachfragen. Ich habe eine Frage für die gestrige Westbalkan-Konferenz. Die Engländer waren da. Ist das ein Zeichen, dass die Engländer wollen wieder in die Europäische Union zurück? Entschuldigung, ich habe es nicht genau akustisch nicht genau verstanden. Entschuldigung, Herr Ersch, können Sie noch mal? Nochmal. Ja. Gestern nahmen die Engländer an die Pressekonferenz, also an die Westbalkan-Konferenz teil. Ist das ein Zeichen, dass die Engländer wollen wieder in die Europäische Union zurück? Es ist, glaube ich, vor allem ein gutes Zeichen, dass alle miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und das war ja auch ein ganz großes Anliegen des Bundeskanzlers. Darüber hinaus möchte ich jetzt nicht solche Interpretationen vornehmen. Gibt es noch weitere Fragen zu der Haltung von Großbritannien oder zum Westbalkan-Gipfel? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hatte ich Herrn Jahn mit einem anderen Thema. Ja, vielen Dank. Eine Frage zur China-Reise des Kanzlers an das Außenministerium. Die Außenministerin hat im Vorfeld der Reise ja Erwartungen auch formuliert an die deutsche China-Politik. Sehen Sie die Erwartungen an die Reise des Kanzlers jetzt erfüllt aus Sicht des Außenministeriums? Wie bewerten Sie die Reise und das, was dort bisher geäußert worden ist? Herr Jahn, ich werde, wie das hier üblich ist, die Reise des Bundeskanzlers überhaupt nicht kommentieren. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe des stellvertretenden Regierungssprechers, wenn es dazu von dieser Bank etwas zu sagen gibt. Ich würde nur gerne noch mal zur Einordnung dessen, wie Sie die Ausführungen der Außenministerin charakterisiert haben, eine Korrektur vornehmen. Die Außenministerin hat die gemeinsame Position der Bundesregierung erklärt. Sie hat nicht Erwartungen an den Bundeskanzler formuliert. Wollen Sie noch mal? Möchte sonst noch jemand zur China-Politik fragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich Herrn Rost mit einem anderen Thema. Das müsste das Verteidigungsministerium angesprochen sein. Moment bitte. Ja, die Frage, es geht um die Weitergabe Schweizer Munition für die Gepard-Panzer an die Ukraine. Das wurde von der Schweiz ein zweites Mal verneint. Zunächst mal die Frage, wie bewerten Sie jetzt die Absage aus der Schweiz, die sich ja erneut auf die Neutralität berufen? Ja, tatsächlich haben wir diese Antwort erhalten, dass die Schweiz sich mit Berufung auf das Neutralitätsrecht dagegen entschieden hat, die Lieferung von vorhandener Munition an die Ukraine zu genehmigen. Das habe ich nicht zu kommentieren. Das ist eine souveräne Entscheidung einer anderen Regierung. Natürlich kann ich aber deutlich machen, dass wir von unserer Seite aus weiterhin alles tun werden, damit die Ukraine befähigt wird, ihr Recht auf Selbstverteidigung gegen das Verbrechen des Angriffskrieges seitens Russland wahrzunehmen. Und dazu stehen wir beständig im Kontakt mit vielen Partnern auf der Welt, gerade wenn es auch um die Lieferung von Munition geht, aber ich kann hier noch keine Details und einzelne Staaten nennen, wo wir eine konkrete Aussicht auf Lieferung haben. Die Schweizer Munition, die wäre jetzt theoretisch schnell verfügbar, ist aber nicht verfügbar. Welche Alternativen gibt es jetzt? Ja, wie ich sagte, der Gepard ist ja nun in einigen Ländern vorhanden, auch die Munition entsprechend. Und hier stehen wir im ständigen Austausch, um zu schauen, welche Möglichkeiten sich für eine baldige Lieferung dann ergeben. Können Sie das konkretisieren? Nein.
Okay, und dann abschließend, will man mit der Schweiz noch mal ins Gespräch kommen, vielleicht auch persönlich, nicht nur auf dem Schriftweg? Das tun wir auch ständig. Diese einzelne Anfrage richtete sich ja auf oder konzentrierte sich auf ein bestimmtes Munitionskontingent, was identifiziert wurde. Und wenn sich andere Möglichkeiten ergeben, kommt man sicherlich auch erneut ins Gespräch. Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Gibt es weitere Fragen an das Verteidigungsministerium, damit wir hier nicht so ein Wechselspiel haben? Das sieht mir auch nicht so aus. Dann habe ich Herrn Beseke zum Thema Flüchtlinge. Das geht, glaube ich, an das Innenministerium. So. Jetzt ist das Mikro an. Dankeschön. Genau, ans BMI. Thema ist Flüchtlingszahlen und auch die Zahlen zur illegalen Immigration. Da gab es in jüngerer Vergangenheit Differenzen von den Zahlen, die Ihr Haus gemeldet hat und die so in der Medienberichterstattung kursierten. Können Sie da einmal erklären, wie das zustande kam, nur dass man da daraus lernen kann bzw. feststellt, woran diese Differenz festzumachen war und vielleicht die aktuell gültigen Zahlen einmal präsentieren? Ja, sehr gerne. Und die aktuell gültigen Zahlen hat die Bundespolizei auch gestern Nachmittag in einer Pressemitteilung herausgegeben zu den unerlaubten Einreisen. Und da werden Sie sehen, diese Zahlen der Bundespolizei decken sich mit den sogenannten Faeser-Zahlen, wie es gestern in der Bild-Zeitung hieß. Und die Zahlen, die daneben genannt waren, und ja, das sehen Sie schon daran, dass die sehr gerundet sind. Wir können uns nicht erklären, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Wir haben auch ganz klar gesagt, das sind nicht Zahlen der Bundespolizei, diese Zahlen sind falsch. Und wie gesagt, die richtigen Zahlen hat die Bundespolizei herausgegeben und das sind die Zahlen, mit denen wir auch immer gearbeitet haben. Und danach gab es bisher bis zum 31. Oktober in diesem Jahr von der Bundespolizei festgestellt 71.011 Personen, die bei unerlaubter Einreise nach Deutschland festgestellt worden sind. Und die genaue Aufschlüsselung nach Monaten finden Sie in der gestrigen Pressemitteilung der Bundespolizei. Mhm. Nur eine kurze Nachfrage noch. Welche Maßnahmen möchte man denn in Zukunft vielleicht ergreifen, um dem wachsenden Ruf vieler Kommunen gerecht zu werden, nach mehr Unterstützung, gerade bezüglich der Bewegung auf der Balkanroute? Und ist ja nicht das erste Mal, dass da ein Flüchtlingsgipfel so ein bisschen im Raum steht als Idee. Ist das eine Idee? Trägt man sich damit? Ja, ein Flüchtlingsgipfel hat die Bundesinnenministerin ja vor 2 Wochen mit den Kommunen und Ländern gemacht. Und auch schon sagen mindestens in den letzten 2 Monaten ein ganzes Bündel von Maßnahmen getroffen. Dazu gehört vor allem, dass die Bundespolizei weiterhin stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich durchführt und im Rahmen der sogenannten Schleierfahndung deutlich intensivierte Kontrollen an der Grenze zu Tschechien, und dass die Bundesinnenministerin sich mit ihren Amtskollegen in Österreich und Tschechien sehr eng abgestimmt hat, die jeweils an der Grenze zur Slowakei kontrollieren. Das ist ja gerade, um unerlaubte Einreisen auf, die über die Balkanroute kommen, einzudämmen. Also da gibt es sicher konkrete Maßnahmen, die ja im Schengen-Raum der eigentlich offenen Grenzen auch immer rechtfertigungsbedürftig sind und die aber aus unserer Sicht notwendig sind. Deswegen hat die Bundesinnenministerin diese Maßnahmen angeordnet, und dann gibt es ja ein großes Bündel an weiterem Handeln, beispielsweise das, was wir auf der Innenministerkonferenz sowohl in der EU, also im Innenrat, als auch auf der Westbalkankonferenz, die Innenminister auch gemacht haben, thematisiert haben, was beispielsweise Serbien und die Visapolitik angeht. Dazu hat sich Frau Faeser ja auch deutlich geäußert, was Bekämpfung von Schleuserkriminalität angeht, all das. Und hier die Unterstützung der Kommunen vor allem, da ist ganz klar, dass wir in einer angespannten Situation sind. Das hat Frau Faeser auch ganz klar gesagt. Bei dem Flüchtlingsgipfel hat weitere Bundesimmobilien als Unterkünfte zur Verfügung gestellt und das THW unterstützt und alles, was der Bund da machen kann. Wir sind sehr froh, dass es in dieser Woche bei der MPK ja eine Einigung über mehr als 4 Milliarden weitere Mittel des Bundes in diesem und im nächsten Jahr für die Flüchtlingsfinanzierung gibt. Und insofern ja, sehen wir, dass die Lage weiter schwierig ist, aber wir mit Ländern und Kommunen da an einem Strang ziehen und die stark unterstützen. Dankeschön. So, weitere Fragen zu Flüchtlingen sehe ich nicht. Jetzt habe ich Herrn Hönig noch mit diversen Fragen. Moment, ja, es geht einmal zum Thema Gaspreisbremse. Lieber Herr Büchner, in Eckpunkten vom BPI hieß es ja, dass die Bundesregierung prüft, ob die Gaspreisbremse rückwirkend zum 1. Februar eingeführt werden kann. Also wie ist da der Stand der Dinge und inwieweit, weil das ja auch die Länder fordern, prüft die Regierung eigentlich auch die
eine Rückwirkung zum 1. Januar? Also der Stand der Umsetzung ist, den kennen Sie ja, die Bundesregierung hat die Eckpunkte erarbeitet, die hat sie beschrieben, wie die Vorschläge, hat beschrieben, wie die Vorschläge der Gaskommission umgesetzt werden können. Das schließt die Strom- und die Gaspreisbremse ein. In den ersten Schritt wurde jetzt die Soforthilfe für den Dezember verabschiedet. Im nächsten Schritt folgen dann die Gesetzentwürfe zur Umsetzung der Preisbremse Strom, Gas und Fernwärme, in denen die genannten Punkte detailliert ausbuchstabiert werden. Und Ziel ist es, dass diese Gesetzentwürfe am 18. November ins Kabinett kommen. Ziel ist auch, das, was Sie erwähnt haben, dass man schaut, dass man dort zu einer Lösung kommt, das ein Stück vorzuziehen. Aber zu den Details, zu welchem Termin exakt, kann ich Ihnen hier keinen neuen Stand mitteilen. Also nochmal konkret, Sie prüfen auch, was in der Diskussion ist ja quasi diese Winterlücke und vor allem auch der Januar. Das heißt, planen Sie konkret auch was für Januar? Die Wirkung der Entlastung für den Dezember war ja immer so konstruiert, dass damit sozusagen eine Entlastung direkt für den Januar und Februar gleich noch miterzielt wird. Das war ja genau der Ansatz zu sagen, die Abschlagszahlungen werden komplett übernommen. Das ist ja nicht nur sozusagen eine Entlastung für den Dezember, sondern das war eine Entlastung, die direkt für ein Vierteljahr, für Dezember, Januar und Februar geplant war. Wenn wir jetzt sozusagen auf den 1. Februar vorziehen würden, dann würde man eine noch stärkere Entlastung vorsehen. Darüber hinaus kenne ich jetzt keine Pläne, dass man noch auch darüber noch mal hinausgeht. Gibt es dazu weitere Fragen zum Thema Gas, Strompreisbremse, Energie? Das sieht mir nicht so aus. Dann hat Herr Hünig immer noch das Wort. Ja, ins BMG, bitte. Ich sehe keine anderen Themen im Moment. Ne? Aha, da regt sich was, aber Sie haben das Wort. Ja, Frau Schmidt, es gibt Berichte, wonach Herr Lauterbach plant, für dieses Jahr eine Aussetzung der Beiträge für den Pflegevorsorgefonds, um damit die Pflegeversicherung zu stabilisieren. Inwieweit können Sie das bestätigen und falls ja, warum ist das geplant? Bundespressekonferenz bereits befragt. Es ist richtig, dass regierungsintern Möglichkeiten besprochen werden, wie eine absehbare Finanzlücke in der Pflegeversicherung vorübergehend geschlossen werden kann. Und dabei ist eine Möglichkeit, die Zuweisung an den Vorsorgefonds auszusetzen. Aber die regierungsinternen Gespräche sind hier noch nicht abgeschlossen. Und daher bitte ich um Verständnis, dass ich hier nicht weiter zu ausführen kann. Gibt es dazu weitere Fragen? Dann habe ich Herrn Jessen mit einem anderen Thema. Ja, ans Auswärtige Amt. Pardon. Herr Burger, es gibt ja die Empfehlung an deutsche Staatsbürger im Iran, das Land zu verlassen. Können Sie uns einen Überblick geben, wie die Reaktion darauf ist? Vielleicht wurde die Zahl auch schon genannt. Um wie viele Menschen handelt es sich ungefähr? Gibt es von Betroffenen Nachfragen bei Ihnen? Gibt es besondere Hilfestellungen oder wurde der Appell, die Empfehlung gegeben und damit gut? Herr Jessen, ich kann Ihnen keine belastbare Zahl dafür nennen, wie viele deutsche Staatsangehörige sich im Iran aufhalten, aus dem einfachen Grund, dass es für Deutsche im Ausland keine Meldepflicht gibt. Das heißt, wir haben die Zahl derjenigen, die sich auf freiwilliger Basis bei uns für die Krisenvorsorgeliste angemeldet haben. Das ist eine niedrige dreistellige Zahl. Wir gehen aber davon aus, dass die tatsächliche Zahl sehr viel höher liegt. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Wir haben gestern in Form eines sogenannten Landsleutebriefs hat sich die Botschaft per E-Mail an die bei uns registrierten deutschen Staatsangehörigen gewandt, ihnen dort auch diese Ausreiseaufforderung nochmal persönlich mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass die Ausreise jetzt umgehend erfolgen sollte mit den verfügbaren kommerziellen Möglichkeiten. Auch Hinweise gegeben, welche Reiserouten dort sinnvoll oder aus unserer Sicht die sinnvollsten und die risikoärmsten sind. Aber es gibt jetzt
natürlich eine ganze Reihe von Rückfragen von deutschen Staatsangehörigen, die sich an die deutschen Auslandsvertretungen wenden. Und denen versuchen wir natürlich so gut wie es geht, Rat zu geben. Aber ich glaube, man kann das jetzt nicht sozusagen in einer One-Size-Fits-All-Empfehlung für alle formulieren, weil sich da natürlich auch die persönlichen Umstände der Leute, die es hier geht, sehr, sehr stark unterscheiden, ob es Menschen sind, die seit langer Zeit vor Ort leben, ob es Menschen sind, die sich dort nur zu Besuch aufhalten, etc. Nachfrage. Können Sie uns etwas sagen zu den hier auch schon in der vergangenen oder in den vergangenen Wochen thematisierten Bemühungen deutschen Staatsangehörigen, die Doppelstaatler sind, also deutsche und iranische Staatsangehörigkeit haben, die im Iran inhaftiert sind, die konsularisch zu betreuen? Das war ja oder ist deswegen schwierig, weil der Iran eben nur die iranische Staatsbürgerschaft und nicht die deutsche akzeptiert. Gibt es dort irgendwelche Fortschritte? Sind neue Fälle hinzugekommen? Konnten Fälle gelöst werden? Also Frau Sasse hatte dazu ja am Montag hier schon gesprochen und sie hatte gesprochen von einer mittleren einstelligen Zahl von deutschen und deutsch-iranischen Doppelstaatlern, die in Iran inhaftiert sind. Ich kann das jetzt auch nicht weiter konkretisieren. Ich kann vielleicht höchstens erklären, warum die Angaben, die wir dazu machen, in gewissem Maße vage bleiben müssen. Es liegt einerseits daran, dass es einfach eine gewisse Fluktuation gibt, beispielsweise dadurch, dass Menschen auf Kaution freigelassen werden. Wir das aber nicht notwendigerweise direkt erfahren, weil, wie Frau Sasse ja erklärt hat, Doppelstaatler von iranischer Seite so behandelt werden, als seien sie ausschließlich iranische Staatsangehörige. Das heißt, es gibt keine offizielle Benachrichtigung darüber. Wir erfahren das dann erst nachträglich, wenn die Betroffenen sich bei uns melden. Und zum anderen gibt es auch Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit, die von sich aus nicht wünschen, dass wir diese Tatsache, dass wir die deutsche Staatsangehörigkeit offenlegen, weil sie nicht davon ausgehen, dass es zu ihrem Vorteil ist. Und auch deshalb kann ich hier keine ganz präzisen Angaben über diese Zahlen machen. Die konsularische Betreuung im eigentlichen Sinn, das heißt den konsularischen Zugang, so wie er nach dem Wiener Übereinkommen über die konsularischen Beziehungen deutschen Staatsangehörigen zusteht, das ermöglicht uns die iranische Seite nur für ausschließlich deutsche Staatsangehörige. Herr Brost. Ja, auch dazu gefragt, zu den Inhaftierten. Wir hatten da vor ein oder zwei Wochen hier drüber gesprochen. Haben Sie inzwischen Kenntnisse oder mehr Kenntnisse darüber, inwiefern Inhaftierungen auch direkt im Zusammenhang mit Protesten stehen? Ich kann das aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, hier nicht für die Einzelfälle weiter ausführen. Aber wenn Sie vielleicht die Ausreiseaufforderung gelesen haben, die wir gestern herausgegeben haben, die ja eine in unserer Reisewarnung für Iran als neuer Bestandteil aufgenommen wurde, formulieren wir da sehr deutlich, dass es für deutsche Staatsangehörige die konkrete Gefahr gibt, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden. Vor allem Doppelstaater, die neben der deutschen auch die iranische Staatsangehörigkeit besitzen, sind gefährdet. In jüngster Zeit kam es zu einer Vielzahl willkürlicher Verhaftungen ausländischer Staatsangehöriger. So haben wir das in der Reisewarnung gestern formuliert. Weitere Fragen dazu, Herr Jessen. Wenn ich generell noch einmal zur Situation im Iran Sie fragen darf, die ist insofern ja besonders prekär, als die iranischen Autoritäten verfügt haben, es müsse nun Schluss sein mit Demonstrationen und Protesten und harte Maßnahmen angekündigt haben für den Fall, dass die Aktionen dennoch weitergehen. Sie gehen, soweit wir wissen, weiter. Vor allem Frauen halten sich nicht an dieses faktische Demonstrationsverbot. Können Sie einschätzen, wie die Reaktion der iranischen Behörden gegen die andauernden Proteste sind? Wird dort eher zurückhaltend reagiert oder wird sozusagen mit voller Härte versucht, dieses Verbot, die Unterdrückung durchzusetzen? Wie ist die Einschätzung des Auswärtigen Amtes? Dazu kann ich Sie eigentlich nur auf die Äußerungen der Ministerin gestern beim G7-Außenministerinnen- und Ministertreffen verweisen, wo sie sagte, wir erleben seit Wochen, mit welch brutaler Gewalt das iranische Regime gegenüber seinen eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern vorgeht, wie es auf seine Jugend, auf seine Gesellschaft einprügelt, Menschen dabei zu Tode kommen.
Und da ich als Außenministerin auf der einen Seite mit allem, was wir tun können, im Namen des internationalen Rechts an der Seite der Menschen in Iran stehe, habe ich auf der anderen Seite auch eine Schutzverantwortung für diejenigen in Iran, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Wir sehen keine Zeichen, dass die Repression der iranischen Sicherheitskräfte abnimmt. Ganz im Gegenteil, dass nun im Detail sozusagen zu auszubuchstabieren, ist, glaube ich, aber hier nicht die richtige Stelle und ist natürlich angesichts der Tatsache, dass die iranischen Behörden auch keine freie Berichterstattung zulassen, mit einiger Schwierigkeit verbunden. Herr Beseke. Ja. Weil Sie das G7-Treffen in Münster gerade erwähnt haben, wollte ich da ganz kurz mal nachfragen. Das hat ja eben unter anderem im Friedenssaal stattgefunden und meldet die Stadt Münster, dass es dort ein Ratskreuz gegeben habe, das man auf Wunsch des Außenministeriums entfernt habe. Einfach mal ganz offen gefragt, stimmt das? Und wenn ja, warum ist das so? Ja, wenn Sie sich die Bilder aus dem Friedenssaal in Münster ansehen, werden Sie feststellen, dass dort eine Reihe von Veränderungen beispielsweise des Mobiliars stattgefunden hat. Das ist üblich bei solchen Treffen. Da muss natürlich ein anderer Tisch rein, da muss eine andere Beleuchtung rein. Wurden andere Teppiche reingelegt, einfach im Rahmen der Vorbereitung für dieses Treffen, das ja in einem sehr speziellen Format dort stattfindet. In diesem Zusammenhang ist tatsächlich auch dieses Kreuz dort entfernt worden. Das ist auf Absprache zwischen unserem Protokoll und der Stadt Münster geschehen im Rahmen dieser Umgestaltungsmöglichkeiten. Ich kann dazu sagen, dass die Ministerin mit dieser Frage nicht befasst war. Aber das hatte jetzt nur, platt gesagt, logistische Gründe. War das im Weg oder hatte das schon irgendwie Gründe, dass vielleicht einige der Gäste mit einem Kreuz nicht so viel anfangen können? Ich kann Ihnen das im Einzelfall nicht sagen. Wie gesagt, das war Teil einer größeren Umgestaltung dieses Saals, die von unserem Protokoll mit der Stadt München dort, mit der Stadt Münster dort besprochen wurde. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass es keine Entscheidung dazu auf politischer Ebene gegeben hat. Okay. Mit dem Iran waren wir auch durch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Gut. Dann habe ich Herrn Hönig noch mit einem anderen Thema. Oh, falsche. Warte, jetzt. Fichtner vom WMZ, bitte. Herr Fichtner, es geht um die COP. Die Industrieländer hatten ja eigentlich zugesagt, 100 Milliarden Dollar jährlich zur Verfügung zu stellen, den ärmeren Ländern. Jetzt schreibt die Organisation, wann, dass Deutschland bisher erst 4 Milliarden Euro zugesagt hat. Also stimmen die Zahlen oder wie ist der Stand? Was gibt Deutschland und wie bewerten Sie insgesamt die Tatsache, dass hier diese 100 Milliarden nicht annähernd erreicht worden sind bisher? Ja, gut, dass Sie fragen. Ich würde da gerne weiter ausholen, weil tatsächlich sehr viele Missverständnisse in diesem Themenfeld kursieren. Die 100 Milliarden Dollar sind ein sehr altes, symbolträchtiges Versprechen der Industrieländer. Es geht da ausdrücklich um die Mobilisierung von Finanzmitteln. Damit sind dann öffentliche Mittel gemeint, aber auch private Mittel, die mit öffentlichen Mitteln gehebelt wurden. Erreicht wurden zuletzt 2020 nur 83,3 Milliarden Dollar. Das ist international festgestellt worden, auch unter Beteiligung des Auswärtigen Amtes und der Regierung von Kanada. Es besteht also eine Lücke und es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit der Industrieländer, diese Lücke bis 2023 zu schließen. Deutschlands Anteil an den 100 Milliarden lag im Jahr 2021 bei 8,1 Milliarden Euro. Genauer nachlesen können Sie das bei uns in der Pressemitteilung vom 20. Oktober. Von diesen 8,1 Milliarden sind 5,34 Milliarden Euro Haushaltsmittel, die dann wiederum zum Teil weitere private Mittel gehebelt haben. Warum kann man nicht exakt sagen für die nächsten Jahre, wie viel es ist? Das liegt daran, dass es bei uns nicht den einen Topf gibt, wo Klimafinanzierung draufsteht, sondern da müsste man in den Maschinenraum gucken. Da geht es um die bilaterale Verhandlungen, die wir mit den Partnerländern führen, wo wir dann konkrete Projekte vereinbaren zur Klimafinanzierung, zum Beispiel heute mit Peru, in den letzten Wochen mit anderen Ländern. Das ist also ein dezentraler partnerschaftlicher Ansatz, der aber letztlich auch erfolgreicher ist, als wenn wir so einen Topf hätten, weil er die Projekte nämlich auch zum Anliegen der Entwicklungsländer selbst macht. Ausblick, also das Missverständnis kommt vielleicht daher, dass das Versprechen bisher war, wir geben 4 Milliarden Haushaltsmittel. Wir haben dieses Versprechen jetzt übertroffen.
mit den 5,34 Milliarden. Es gibt ein neues deutsches Versprechen, das der Bundeskanzler zuletzt bei der Generalversammlung auch abgegeben hat. Das ist 6 Milliarden Euro Klimafinanzierung aus Haushaltsmitteln im Jahr 2025 plus dann wieder entsprechend höhere private Mittel. Deutschland leistet also einen guten Beitrag, die Lücke zu den 100 Milliarden Dollar zu schließen, und wir rufen andere auch auf, diesem Beispiel zu folgen. So viel erstmal. Danke dafür. Gibt es dazu weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Ich habe Sie, glaube ich, noch mit einem anderen Thema, ja. Herr Hönig, oder sind Sie noch im Ausschreiben? Ja, es geht jetzt ans Bundeswirtschaftsministerium. Herr Severin. Herr Severin bringt sich gerade in Position. Also, sorry. Ja, Herr Hönig. Das Wirtschaftsministerium prüft ja, ob die Dortmunder Firma Elmo von einem chinesischen Konkurrenten übernommen werden soll. Wie skeptisch ist der Bundeswirtschaftsminister vor dem Hintergrund auch der Debatten um die Beteiligung von Costco am Hafenterminal in Hamburg? Wir haben da noch gestern ausführlich darüber beraten. Es ist so, dass dieses Verfahren einfach noch nicht abgeschlossen ist. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen und ich kann auch keine Zwischenergebnisse darüber mitteilen. Weitere Fragen dazu? Gibt es noch andere Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen, die gekommen sind, alle, die Fragen gestellt haben, allen, die Fragen beantwortet haben. Ich wünsche uns alle ein schönes Wochenende. Ich schließe die Pressekonferenz. Answer.